heute geht's weiter mit Need for Speed Rivals und mit unserem Audi 8 machen wir heute weiter. Auf jeden Fall. Fahrstufe 7, das sollte kein Problem sein. Also das Ding sollte definitiv relativ easy zu erledigen sein. Ob wir das in einer Folge hinbekommen, versuchen wir es mal. Das letzte war ja genau eine Folge. Normalerweise haue ich da zwei Spiele so rein. Aber ich glaube, so jetzt am Ende, das wird dann ein bisschen... Ja. Genau, dann schmeißen wir hier ein bisschen Kontrolle rein. So. Ich knall jetzt mal das Auto wieder voll. Genau, nicht so genügend Speedpass. Ja, 40 finde ich halt immer aus. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt weitermachen. Zwei HPs jetzt machen wir, zwei Interceptors müssen wir hinkriegen, sechs Kopf von hinten rammen, 10 Treffer mit Verfolgungstechnologie und die Fahrtstufe 7. Das sollte alles relativ easy erledigt sein. Wir sollten eigentlich nicht mehr so weg sein vom Ende des Let's Plays auf jeden Fall. Wie gesagt, die Karriere mit den Cops sind wir jetzt durch. Jetzt ziehen wir nämlich die Racer-Karriere durch und dann geht es auf diesem Slot weiter mit dem Bus-Simulator, der ja momentan täglich 18 Uhr läuft. Außer samstags. Ich glaube auch daran, dass ich um 19 Uhr schon meinen Formel 1 drin habe, dann habe ich nicht zwei Videos in einer Stunde. Deswegen halt, wie gesagt, der Bus-Simulator samstags gar nicht. Aber wie gesagt, demnächst wird das auf 14 Uhr kommen. Dann wird es halt 4 Folgen pro Woche. Also Montag bis Donnerstag sind wir um 14 Uhr dann mit dem Bus-Simulator weiter. Mit der Formel 1 am Wochenende bleibt natürlich alles so weit wie gehabt. Wir werden auf jeden Fall noch eine dritte Saison fahren. Und bleibt auch 16 Uhr mit Cosmic Wildlands. So ist auf jeden Fall erstmal das. Und mehr wird erstmal nicht kommen. Es geht dann auf zwei Projekte runter. Liegt aber auch daran, dass ich momentan privat eher ein bisschen kürzer, also mit dem Kanal ein bisschen kürzer treten möchte und nicht mehr so viel, 3-4 Projekte am Tag rausknallen möchte. Hat im ersten damit zu tun, dass ich halt, wie gesagt, noch ein Privatleben habe mit Freundinnen und alles drum und dran. Und das ist einfach wichtiger jetzt gerade als der Kanal. Und dann arbeitstechnisch, wenn ich gerade so komische Schichten habe, so wo ich dann nicht eine Woche auf nicht aufnehmen kann, werde, sondern einfach too much. Irgendwann muss ich dann immer ein Projekt ausfallen lassen. Und das möchte ich einfach schlichtweg nicht tun. Deswegen kam jetzt das Need for Speed durch. Ich weiß nämlich nicht, was ich danach machen könnte. Wieso? Deswegen geht es dann mit dem Bus-Simulator weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, auf dem 14-Uhr-Slot. So, weiter geht's auf jeden Fall jetzt erstmal mit Need for Speed Rivals. Ja, falls meine Freundin heute gerade ein bisschen die Kurzsicht gemacht, Witziges an. So, dann gehen wir mal eure Karriere starten und wir fangen an mit einem Interceptor. Würde ich sagen. Ja, das kriegen wir alles hin. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir eine Session machen, die 150.000. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die tatsächlich in mehreren Varianten machen müssten. Also das heißt, wenn ich die einmal gespeichert habe, ich war ja irgendwo bei 120.000 oder so. Naja, wir machen es halt. Wir kriegen es hin. Hinkommen mit dem Kopf. Innerhalb von 2 Minuten. So. Wir haben Sichtkontakt zum Racer. Zentrale, Code-3-Verdächtiger zieht davon. Verstanden. Wir haben Einheiten zur Hilfe geschickt. Zentrale, haben Verdächtigen wieder in Sicht. Ich fordere Verstärkung an. Alle Einheiten, ihr bekommt Verstärkung. Over. Scheiße. Haben Sie wieder Erfahrung und Verfolgung fort. Lage wird Angriff erfolgreich. Ihre langsamer. Erste Aufgabe schon mal erledigt. Im ersten Interceptor sind wir entkommen. Und wie gesagt, die Fahrtstufe 7 können wir relativ easy hin. Halt mal. Das ist ja die Aufgabe.
So, dann machen wir jetzt mal die beiden Interceptors weg. Alle Einheiten, Arbeit C-51 mit hohem Tempo ins Land Driftwood Heights. An alle Einheit verfolgt verdächtigen Code 1054. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Ich brauche Ihre Hilfe, Zentraler, bitte Straßen. Alle Hochhäuser-Einheiten, mit dem Turbo in die Welt, Zentrale, Verdächtiger neu geordnet. Code 3. Scheiße. Race hat die Straßensperre umfahren. Fährt mit hohem Tempo weiter. Over. Gold. So, damit haben wir die Hotpizzita auf jeden Fall schon mal. Ah, die Interceptor schon mal weg. Die Fahrtstufe 7 ist nicht das Riesenproblem. Die kriegen wir so nebenbei hin. So, ich muss mal folgendes Technologietreffer machen. DH, ich brauche Schockwellen, ich brauche Autos. Also, Racer. Und wir müssen auf Gold noch die Hot-Pursuits fahren. Dementsprechend Rennen mit Cops und Gegnern gewinnen. Und die leuchten vor allem, müssen wir Kopfzollrennen noch haben, das ist banal. Das ist auch noch eine Aufgabe, also das kriegen wir aber hin. Da ist ein Gegner, das heißt wir müssen... Komm her, Digga, ich brauch dich mal. Dankeschön. Jetzt haben wir ja keine Aufgabe, dass wir irgendwie einen Speedboat machen. Jetzt ist es jetzt egal. Boah, die wollen ja mal was von mir heute. Test, ich brauche eine Verdächtige Werkstatt. Ich befürchte, dass das mein Ende ist. Warum auch immer, ich will jetzt das Weg gehauen ab. Manchmal nervt es einfach. Die Autos halten teilweise nichts mehr aus. So, bis jetzt brauchen wir zwei Stück. Aber wie gesagt, wir kriegen es hin. Also alles ist gut. Alte Fahrweise. Nee, das wollen wir nicht. Ich brauche ein Hot Pursuit, ein vernünftiges Hot Pursuit. Das ist nur so ein Rennen, das brauchen wir nämlich nicht. Nehmen wir mal die Spritztour hier unten. Die haben wir schon lange auch noch nicht gefahren. So. Das Ding ist erfahren. Man scheint auf die Speedpoints, aber. Alle Einheiten sind zwei. Wir brauchen noch. So, den nehmen wir mal mit. Achtung, Einheiten rücken vor und blockieren die Straße von Code 3. Over.
Gehen wir mit den Cops. Geh du mal mit den Cops spielen. So, die Technologietreffer haben wir. Aber wir haben noch 8 Kilometer Rennen vor uns. Versuche mich jetzt gerade ein bisschen abzusetzen vom Gegner. Momentan versuche ich durchzukommen, ein bisschen durchzukommen hier. Ohne mich wegzucrashen oder sonst irgendwas oder zu verfahren. So. Also was ist denn so schön könnte, wenn die... Scheiße, genau das ist halt das, was ich meine. Muss ich verfahren und sonst irgendwas. Wir haben eigentlich nur einen komfortablen Vorsprung gehabt. Den haben wir jetzt natürlich schön weghauen. Zentrale, wir brauchen Unterstützung. Oh nein! Oh, leck mich doch! Ja, das war's. So viel zum Thema dazu. Müssen jetzt natürlich alle schön entkommen. Mit deinem scheiß Kopf. So, natürlich Fünfter, aber jetzt müssen wir als Redakteur schön reinkämpfen. Ja, ich war so weit vorne. Ich war so schön weit vorne. Ja, gut, dass wir wieder dran sind. Du verschwindest mal hier. Oh, direkt muss. Ja, geh fliegen, ey. Wir haben noch 3,7 Kilometer. Ah, nimm das scheiße EP von mir weg, Alter. Geh mir den Sack, ey. Ja, das kriegen wir ab. Ja, Fünfter, weißt du. So kommt gerade eine Vorsprung, alles weggehauen, alles weg. Ja, fast doch schon kritisch, ey. Wir brauchen nur eine Minute, um die Karre zu kacken. Dankeschön, Drecksack. Ja, kannst du nicht, weißt du? Und nach kurz vom Ziel. Och, Mann. So kurz vom Ziel und dann wirst du da noch weggerammt, ey. Nicht. Müssen wir das nochmal neu machen. Haben wir nicht irgendwas zu einfaches? Aber das Ding. Weil wir standen im Stand. Sie können nur noch Probleme durchfahren. Ich hätte mal die Verfolgungsstelle ändern sollen. Aber ohne Speedpoints kann nichts möglich. Danke, ey, Mann. Geh mir nicht auf die Nüsse, Mann, du Idiot. Hier für die Aktion.
So. Trotzdem vollen Leistungsupgrades. Verstanden. Wir haben Einheiten zur Hilfe geschickt. Die auf der vollen Power sind. Ist der Wagen teilweise noch echt ein bisschen schwach, aber vielleicht brauche ich auch mal ein neues Auto oder ein neues Dings. Ja, also wir sind jetzt mal erster. Ein grünes Ding hier. Brauchen wir noch die scheiß Warnungsstufe dann. Haben wir noch 800 Meter. Immer fliegen, Kollege. Ja, normal. So, das haben wir auf Gold. Klatsch. So, jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen kürzlich hochpushen mit der Stufe 7. Du kannst mir auch gerne 6 und 7 geben, ist mir scheißegal gerade, aber... Scheiße. Geh mir nicht auf den Sack, Mann! Da ist die Tankstelle, sehr gut. Den hat es, glaube ich, auch erwischt. Jawohl. So. Ein Hot Pursuit, wie gesagt, noch. Ich hätte sie kommen oder was? Oder wie sieht das jetzt aus? Jawohl. Sie werden abgehängt. Brauchen Hilfe, um die Verfolgung zu beenden. Nee, noch nicht ganz. Ja, war klar. Ich habe den Verdächtigen, Code 3. Code 3 Verdächtiger ist entkommen. Streife fortsetzen. Wo kommt der denn schon wieder her, ey? Muss ich schon dabei sein, zum zu entkommen und dann... tauchen sie dann doch irgendwo auf. Boah, hinten kommen sie schon wieder. Ich fahre mal runter von der Autobahn, vielleicht habe ich da ein bisschen Glück. Jetzt fehlt halt, wie gesagt, noch die Fahrtrichtung für 7 und die... Und da ist ein Hot Pursuit noch. 6, sehr gut. Noch kommt mal, noch eine. Boah, Alter, ich muss da mal weg, irgendwo zwischendurch. Ja, vielleicht mal Blitzer oder so.
Da ist noch ein Blitzer gewesen. Ich brauche 7, komm. Da ist ein Kopf. Geh mal weg. Gehen wir nicht auf uns, da kommen 7. Gib mir Stufe 7. Jetzt kommen sie schon mit dem Heli, das ist gut. Und tschüss. Das müssen wir drehen hier. Boah, Alter. Kommt der denn nochmal mehr? So, kennt man doch von HSP. Stufe 7, sehr geil. Da haben wir sie. Wir brauchen noch ein halbes bisschen. Ich muss einfach mal schnell. Ich muss jetzt mal weg. Ich brauche bloß irgendwie ein Versteck finden. Ich verschwinde. Achtung, Verdächtiger versucht mich auszuschalten. Dann habe ich sie nämlich. Aber kein. Versuche das Ziel anzuhalten. Scheiße! Das ist kein Versteck, das ist ein Dings. Komm, komm, Reifen, geben wir mehr. Zentrale Reifen des Verdächtigen haben wieder Druck. Pech, nee. So. 22. Sprung und zählen noch 55. Aber in der Serie fehlt mir jetzt erstmal noch ein Versteck. Und dann kann ich das halt passiert machen, noch zuletzt. Hier ist ein Versteck. Zentrale, habe hier einen 1041 auf Fort Truck Trail. Verfolgung läuft. Ich muss hier weg. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Da ist ein Versteck. Verfordert Verstärkung an. Tschüss, Kopse. Nehmen wir alles mit, was wir haben. So, ein halbes bisschen noch und dann haben wir es. Level 18 sind wir auch schon mal den Racern. 21 sind wir mit den Cops. So, gucken wir mal, was haben wir denn? 137.000. Gucken wir mal, was wir mit Auto nehmen könnten. Machen wir noch was Schönes. Wir haben nichts, ne? Ja, lass mal so erstmal sein, das kriegen wir hin. Jetzt auch ewig ein Auto zu wechseln, macht keinen Sinn. So, halb bis. Ich hab's gleich. So, das eine machen wir noch. Komm. Ich spritzt du, oder? Die hätte ich gerade gefahren. Das Ding hätte zu Ende fahren können müssen. Da waren noch Leute noch unterwegs. Komm, wir nehmen keine Furcht da oben. Den haben wir zwar schon mal gefahren mit dem Auto, aber wir machen das nochmal. Ich muss es ja irgendwie nur gewinnen. Ich muss es ja nur irgendwie gewinnen. Wie viel haben wir denn als Gegner? 3. Tschüss, Mustern. Siebeneinhalb Kilometer.
Der wollte ein bisschen mehr was. Der hält ein bisschen mehr aus der Wagen als ich. Boah, Alter, gehst du mir auf den. Der ist fliegen gegangen, muss ich sagen. Ah, ich war nicht so gut. Aber der Mercedes, geh mal weg. So, endlich mal erster. Nein, hopp. Scheißabkürzung wieder, ne? Wir sollen ja mit dem Kopf spielen, das wäre das herzlich egal. Also habe ich Ruhe, kann das Rennen nämlich in Ruhe fahren. Jetzt bekommen wir 6 Kilometer, 5 Kontrollpunkte noch. 4. Drei. Und du verschwindest da vorne jetzt mal endlich. Und wir sind erster, Leute. Bock jetzt auf irgendwelche Faxen. Erster, sehr nice. Drecksack. Dankeschön, Dicker. Scheiße, alles gemacht, Kilometer, ich muss da wieder zurück. So, jetzt fahren wir noch ins Versteck und dann haben wir es hier geschafft. Boah, der Kopf, Alter, der geht mir gerade. Was ein Metzelfest gerade hier und das nur auf Stufe 4. Ich muss hier weg. Ich muss dringend hier weg. 600 Meter noch, komm. Verpiss dich. War mir fast klar. Ich will diese scheiß Speedboats haben, egal wie viele das sind jetzt. Da vorne ist er. Halt damit. Oh, Gott sei Dank. So, Geschäft, Leute. 36.000, aber egal, ganz. Und wir kriegen neues Auto. Ein Versagen gibt es nicht. Genau, was haben wir denn als nächstes? Ja, Fallstufe 9. Ja, wie geil. Aber guck mal so. Ich bin nur der Erste. Warte mal so hier. Die Vollendung ist zum Greifen. Das klingt eigentlich. Versagen gibt es nicht. Ich bin nur der Erste. Nur der Schnellste. Ja, müssen wir das Ding fahren. Ein Versagen gibt es nicht. Kann man vergar an die Huayra danach. Aber das machen wir nicht jetzt.